about the clocks, it's amazing. Hi, ich habe tatsächlich ein Problem, was viele Menschen so nicht haben. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe keinen Pizzateig. Beziehungsweise keinen, der haltbar ist und jetzt noch gut ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte eine Pizza machen, kann es leider nicht. Und habe jetzt hier zum Beispiel schon die Maisdose aufgemacht. Sieht man gar nicht so gut. Ja. Weil ich gedacht habe, ah geil, endlich mal wieder. Und Paprika geschnitten. Das kann ich erst gleich zeigen, weil ich habe eine großartige Idee, wie ich dieses Problem umgehe. Ich werde jetzt einfach ganz schnell, also super einfach, Pizza à la Christian machen. Und zwar ohne Pizzateig und mit Kartoffeln und in der Pfanne. Mega! Also dafür brauchen wir, wie ihr hier schon seht, Kartoffeln, ein paar Paprikaschoten, das sind neue Kartoffeln, die sind dann für morgen für den Pizza à la Christian. Da hinten seht ihr, wenn ihr im Marketing seid, ich glaube, oh doch, da ist es, man darf es nicht zeigen, zu viel Werbeprodukte hier auf diesem Video. Also, Arrabbiata, stückige Tomaten habe ich auch da. Und was ist das Letzte, was man braucht? Vor allen Dingen ein Finger, der nicht vor der Kamera ist. Hähnchenfleisch. Ja, das wird zuerst angebraten. Das werde ich gleich zeigen. Und dann ist es einfach nur noch ein Genuss. Kartoffeln. Paprika. Na, Soße und Mais. Boah, Mai. Vielleicht habe ich noch irgendwas anderes, was man reinhauen kann. Komme ich aber später zu. Numero uno ist eine der vier Herdplatten auswählen, eine Pfanne draufstellen und ein wenig Öl dazugeben. So viel reicht erstmal. Wählen Sie nun die richtige Herdplatte aus. Wir haben die links untere. Und betätigen Sie den Schalter auf Nummer 4. Geben Sie nun das gehackte Geflügel zu der Pfanne dazu und lassen Sie dieses durchbraten. Nutzen Sie Salz. Nutzen Sie Pfeffer. Bitte wenden. Falls man merkt, dass es zu wenig Fleisch ist, einfach die Fleischsachen rausholen und nochmal was dazufüllen, weil sonst ist es ein bisschen mickrig tatsächlich. Mist. Während man das Fleisch braten lässt, kann man schon mal Paprika schälen. Nein, schneiden und Kartoffeln schälen und schneiden. Und dann ist man natürlich schon fertig. Man kann dann noch so ein paar extra Sachen machen. Fancy, fancy. Dressing und ein bisschen Würzung mit Knoblauch reinbringen. Als nächstes geben wir die Paprika zu. Mit dem Knoblauch. Und die. Das ist schwer hochzuheben. Muss man abschieben. Und die Kartoffeln. Es sieht schon fast wie eine Pizza aus, oder? Also die gehen zwar nicht ab, aber mei, so ist es jetzt halt. Also alle rein. Die nächste wichtige Zutat ist das Tomatenmark bzw. Tomatensoße. Die kommt dazu. Da reicht nicht eine. Wie ihr seht, ich habe gedacht, eine reicht. Scheiße. Okay, dann müssen wir eine zweite noch tun. So, die zweite kommt auch mit rein. Wird schon tendenziell voll. Soll es ja aber tatsächlich auch. Das ist ja der Plan. Es soll ja eine gute Pizza werden. Nachdem die Tomatensoße alle drin ist, bitte auf höhere Stufe stellen und ein wenig brutzeln lassen. Mit Gewürzen. Würzen. Und Mais dazu.
Nur vereinzelt, weil Mais schmeckt nicht so gut. Danach könnt ihr einen Deckel drauf tun und es ziehen lassen, dass es sich so anhört. Nach 10 Minuten ungefähr dürfen Sie diesen Topfdeckel wieder hochnehmen, ablegen und dieses Geräusch anhören. Es ist doch ein wundervolles Geräusch. Ein bisschen runterdrehen, weil es ist ja sehr viel Soße tatsächlich und ja, Mai, keine Ahnung, ich check's da auch nicht, warum man runterdrehen soll. Das ist einfach Pizza à la Christian, da sind die Dinge ein bisschen anders als normal. Ja, und dann würde ich sagen, hauen wir einfach später Käse drauf, wenn das dann auf dem Teller liegt, weil sonst schwimmt es in der Soße. Das wäre jetzt nicht so der Hit. Aber das ist Pizza à la Christian. Einen guten Appetit. Nun können Sie noch Käse drauf, weil es gehört zu jeder guten Pizza. Ja, und dann ist diese wunderschöne Pizza komplett und tut die komplett fertig. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich diese Pizza perfekt machen, dann guck dir das Video einfach nochmal an und ja, also vor allen Dingen das Gewürzen, die Gewürze richtig zu kombinieren. Du hast vielleicht gemerkt, ich habe es nicht abgeschmeckt, aber das merkt man einfach. Ein guter Koch, dem kann man vertrauen und deswegen würde ich das gar nicht so unbedingt machen. Einfach mir vertrauen, bisschen und dann ist super. Also ohne abschmecken, einfach machen. Viel Spaß dabei, ciao. So, der erste Test hat ergeben, Paprika knallhart. Hühnchen super. Käse, kann man nichts falsch machen. Kartoffeln, ah stimmt, die Kartoffeln waren gekocht. Deswegen durch. Schon sehr scharf vor allen Dingen. Aber ist super gewürzt. Mega Deluxe. Mega Essen.